Das Philharmonische Orchester des Theater Erfurt bereitet nicht nur aus dem Orchestergraben heraus den Opernfreunden Thüringens musikalische Glücksmomente. 10-mal pro Spielzeit geben die Musikerinnen und Musiker bei den Symphoniekonzerten auch ihre ganz eigene künstlerische Visitenkarte ab. Und vor allem jetzt, mit der neuen Generalmusikdirektorin Joanna Malwitz, hat man sich besonders viel vorgenommen. Wir werden ein ganz breites Programm spielen, also durchweg durch alle Epochen und sowohl die großen Werke der Musikgeschichte als auch Dinge, die man vielleicht noch seltener oder vielleicht auch sogar noch nie gehört hat. Mir ist auf der einen Seite ganz wichtig, an Mozart zum Beispiel sehr viel zu arbeiten. Das ist etwas, was mir einfach persönlich sehr am Herzen liegt. Das ist, denke ich, auch etwas, was stilbildend ist für ein Orchester und für unsere gemeinsame Zusammenarbeit hier. Das Philharmonische Orchester Erfurt prägt mit seinen Konzerten in entscheidendem Maße das Musikleben der thüringischen Landeshauptstadt. Und dennoch bleibt Raum für Neues, für Expeditionskonzerte beispielsweise, zu denen Joanna Malwitz ihr Publikum jetzt gern auf eine Entdeckungsreise zu großen Werken der Musikgeschichte mitnehmen möchte. Ist einerseits gedacht für Menschen, die sowieso regelmäßige Konzertgänger sind und vielleicht Lust haben, einfach nochmal genau hinzuhören. Auf der anderen Seite auch für Leute, die vielleicht gar nicht sich so in so ein klassisches Symphoniekonzert direkt reintrauen würden. Also jedes Mal wird ein großes Werk der Musikgeschichte im Mittelpunkt stehen des Konzerts. Ich selber werde dirigieren und auch ein bisschen reden, ein bisschen moderieren. Das Orchester wird auf der Bühne sein und diese Expeditionskonzerte sind tatsächlich etwas, worauf ich mich unglaublich freue, auch mit dem Orchester da zusammen ein bisschen zu experimentieren und eben hoffentlich auch die Menschen im Publikum dazu zu bringen, wirklich die Ohren zu spitzen, ja, ganz neugierig zu sein auf die Musik. Und zwar bedeutet es, dass wir für ein Jahr mit einem jungen zeitgenössischen Komponisten enger zusammenarbeiten werden. Also das bedeutet, dass derjenige in der ersten Spielzeit ist es eine junge Komponistin aus Berlin, die Sarah Nemtsov. Die wird hier in Erfurt präsent sein mit verschiedenen Stücken, die wir von ihr spielen werden. Und dem Publikum eben soll es auch die Chance geben, so jemanden etwas näher kennenzulernen und sich vielleicht darauf einzulassen, Dinge zu hören, die man eben noch nicht vorher gehört hat und vielleicht auch Lust hat, sich ein bisschen damit enger zu beschäftigen. Die Nähe zu ihrem Publikum ist für Joanna Malwitz ein weiterer wichtiger Akzent ihrer Arbeit im Erfurter Theater. Die Einführungen vor den Konzerten nimmt sie daher charmant und kenntnisreich nunmehr selbst in die Hand. Für mich war das einfach immer schon so ein Wunsch. Immer wenn ich ein Konzert dirigiere oder auch spiele, es gibt immer diese Momente, wo ich zum Beispiel über einer Partitur sitze und denke, Mensch, diese Stelle oder dieser Akkord oder dieser Übergang, hört euch das mal an. Die Einführungen, die ich mache, werden gewiss keine musikdramaturgischen Vorlesungen in dem Sinn. Mir geht es eigentlich mehr darum, ein bisschen aufmerksam zu machen auf bestimmte Stellen, deshalb eben auch am Klavier, dann kann man ein bisschen zeigen. Ja, einfach, dass die Ohren ganz groß werden, bevor wir dann anfangen wirklich mit dem Konzert.